Was geht ab, meine Seafighter Hose, und willkommen zum Teamrating-Video Nummer 63. Wie immer auch jede Woche, vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Aber wenn ihr wissen wollt, auch wie immer, wie ihr dran teilnimmt, dann ist der Link dazu in der Beschreibung, Freunde. Könnt ihr euch gerne abchecken. Bevor wir mit dem Teamrating-Video anfangen, erstmal die Auflösung zu dem 20k Giveaway, Freunde. Das sind die 5 Damen und Herren, die an der Stelle hier gewonnen haben. Vielen lieben Dank für die Teilnahme, aber an jedermann, ich habe die 5 auch schon angeschrieben auf Instagram, ich werde die Tage die T-Shirts versenden, aber wirklich an jeden draußen von euch, die mitgemacht haben. Es haben wirklich sehr viele mitgemacht. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Und in Zukunft können wir das gerne wiederholen. Warum nicht? Es hat mich echt, also ich fand's cool, dass so viele mitgemacht haben. Das war wirklich cool. Vielen lieben Dank dafür. Dann würde ich aber auch sagen, wir machen mal weiter mit dem Teamrating-Video oder beginnen damit. Nämlich, wir hatten ja letzte Woche eine Anfrage. Seit neuestem stelle ich euch am Ende des Videos eine Anfrage vor. Und ihr seid dann gefragt in den Kommentaren. Die Anfrage letzte Woche war von unserem Boy Shady. Und zwar wollte er wissen ja an der Stelle im Moment, wie sein Team aussah, beziehungsweise wart ihr an der Stelle gefragt. Und seine Anfrage war folgendermaßen, er hat ein Movie Heroes Fusion Team. Ich zeige euch ganz kurz die Charaktere. Da kamen wirklich gute Anfragen. Im Endeffekt habe ich ein, zwei Kommentare rausgesucht, sage ich mal. Das hat es, finde ich, auf den Punkt gebracht in den Team. Er hat es so gesagt, wenn er mit LR Super Saiyan 3 Goku und LR Great Saiyan 1 und 2 spielen will, werden dann Tech, Godko und Argel Super Saiyan 3 Goku rausgenommen. Das sehe ich auch auf jeden Fall so. Ansonsten, wie gesagt, haben aber auch wirklich alle eure Anfragen wirklich in der Berechnung gehabt und alle eure Hilfen zwar wirklich sehr gut gemacht. Ich hatte noch eine weitere zum Beispiel. Genau. Die Sache ist jedoch, bei der Punktzahl haben sich beide ein wenig vertan. Einer hat es überhaupt richtig gehabt. Jedenfalls, warum? Wir haben hier natürlich alle Charaktere mit einem Leader-Skill, aber die Sache ist folgendermaßen, dieser Super Saiyan 3 Goku ist noch nicht voll ins EZA Awaked, ist für den Status aber auf Max Level, deswegen 7 von 10 Punkten. Die Änderung, die ich dann hier auch an der Stelle machen würde, wäre wie gesagt folgende. Unser LS Super Saiyan 3 Goku reinhauen. Wir haben LS, also LS Super Saiyan 3 Goku fühlt sich in den Movie Heroes auch wirklich wohl. Da hat es nämlich auch Over the Flash Charaktere und da hat es auch Charaktere, die für Rainbow Orb sorgen oder für Ki gute Supporter, wie zum Beispiel LS Great Simon. Deswegen auf jeden Fall LS Super Saiyan 3 Goku rein für den AGL EZA Goku und der Boy, wenn er EZA Awaked ist, wenn du ein Extreme Z Awaked hast, dann tust du ihn rein für den Int. Und dann könnte ich dir aber auch empfehlen, wie die Boys auch, wenn in Zukunft LR Great Simon dir holst, also ihn auf den LR Status bringst, dann kannst du sie auch reintun auf jeden Fall. Für zum Beispiel den Tech Godku oder für Super Saiyan 4 Gogeta, aber außerhalb davon, du musst jetzt unbedingt das so machen, passt das Team auch so. Denn Tech Godku und 4 Gogeta tun wir rein und raus rotieren. Tech Godku macht seinen Job auf jeden Fall gut, der auch dann natürlich für Rainbow Orbs sorgt. Sei es für EZA Gogeta oder für LR Gogeta oder auch an sich einfach für Orbs sorgt, für LR Super Saiyan 3 Goku. Wie gesagt, wenn du in Zukunft die LR Great Simon zulegen willst, wäre es nicht verkehrt. Hätte aber keine Eile, aber wäre auf jeden Fall gut, weil er liefert halt diese Key Plus 4 für die Super Types und ein LR Super Saiyan 3 Goku profitiert davon immens, weil er will ja auf seine Ultra Super Attack kommen. Genau, und wie gesagt, vielen lieben Dank für die ganzen Hilfe. War auf jeden Fall gut, wie immer. Am Ende dieses Videos habe ich nochmal eine Anfrage für euch. Jedenfalls, das nächste Team ist hier an der Stelle von unserem Boy Jason Z, und nenne ich einfach mal Jason Z, vielen lieben Dank für die Einsendung. Er schreibt uns, brauche bitte ein paar Verbesserungsvorschläge für mein Movie-Bosses-Team, nehme meist als Friend den physischen Broly mit, um es richtig zu sagen, denn das ist auch wichtig, dass wir das wissen, nämlich warum, das sehen wir dann jetzt gleich, jetzt Moment, Freunde. Und zwar sieht sein Team erstmal folgendermaßen aus. Wir haben ein Movie-Boss-Team, wir sind auf JP. Alle Charaktere gehören dem Leader-Skill an der Kategorie. 6 von 10 Punkte. Alle sind Max Level, Max Awaked. 8 von 10 Punkte. Und ganz wichtig, wir nehmen physisch Broly als Friend mit. Warum ganz wichtig? Zum einen sieht das so in dem Setup schon mal, ich will nicht sagen chaotisch aus, aber überfüllt. Warum überfüllt? Wir haben schon eine sehr gute Rotation mit EZA-Virus und LR-Virus. Die Rotation ist wirklich sehr, sehr gut. Die behalte ich so. Die andere wäre dann, ja, wie entscheidest du dich? Nimmst du Thales mit dem oder tralala? Im Endeffekt, wichtige Info für uns war, einem physisch Broly mit. Also würde ich auf jeden Fall physisch Broly mit LR Broly in der Rotation halten. Heißt, wir können Thales rein und raus rotieren. Macht seinen Job auf jeden Fall solide. Wir wissen jetzt als Support auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber LR Bojack und Cooler wäre da ein wenig verloren, sage ich mal. Die würden zwar in die Rotation reinkommen, würden aber nicht viel bringen, außer sich vielleicht ein wenig zu linken. Aber da hätte ich gerne vielleicht einen Supporter gesehen. Gucken wir mal ganz kurz in die Charakterliste rein. Oder ein EZA Janemba, falls er EZA ist. Im Endeffekt, Freunde,
habe ich mich dann quasi, beziehungsweise habe ich diesen Grafen erstellt und zwar folgendermaßen, wie gesagt, den Friend nehmen wir mit, den Friend behält zwar mit Elebro in der Rotation, Tech Virus, Izay Virus mit Elebirus in der Rotation, Thales wird rein und raus rotiert, dann hätten wir quasi jetzt nichts daran. Ich hätte gerne einen Supporter gesehen, Inkmer Elcooler hast du, ich würde den Inkmer Elcooler mitnehmen, falls du dir in Zukunft den Free-to-Play Golden Freezer erfahren kannst, könntest du Golden Freezer mitnehmen oder an der Stelle natürlich beide, denn einen Charakter hätten wir ja noch, weil der Friend hier an der Stelle wird ja noch mitgezählt. Also könntest du jetzt zum Beispiel, so wie es jetzt bei dir ist, Inkmer Elcooler mit reinnehmen und Easy A Janemba oder an sich Janemba. Warum? Denn du merkst auch schon, sowohl Elebojack als auch Cooler linken sich nicht so dolle mit den anderen Rotationen. Beziehungsweise Cooler würde es in dem Grad genauso linken wie Janemba, Shocking Speed und Fierce Battle. Aber Izay Janemba, wenn Izay ist als individueller Charakter stärker, meiner Meinung nach. Und den kannst du ruhig rein und raus rotieren. Heißt, wie gesagt, das wären meine Verbesserungsvorschläge. In Zukunft, wie gesagt, wenn du den Golden Freezer mit reinnehmen kannst, wäre es nicht verkehrt. Ein sehr guter Supporter für die Movie Bosses. Könntest dann im Prinzip entweder noch, sowohl in Mel Cooler als auch, Golden Freezer mit rein tun als Supporter oder einen anderen individuell starken Charakter, weil wir haben ja noch Thales als Supporter, der auch rein und rauskommt. Deswegen, gute Info auf jeden Fall, dass wir die Information hatten, dass du das gesagt hast, dass wir den physischen Broly als Friend mitnehmen, weil das kann man vergessen. Beziehungsweise ich an sich, wenn ich die Grafen erstelle, wenn ich von den Setups rede, dann involviere ich den Friend selten. Warum? Weil ich gehe davon aus, dass er den genau denselben Friend mitnimmt und ich mag es halt mehr, wenn man mehr Vielfalt hat und seine eigenen Charaktere nutzt, statt dass man jetzt in dem Fall hätten wir Double Thales, beides Mal Thales in der Rotation hält. Aber es hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Also wir könnten den Friend auf jeden Fall auch involvieren. In dem Fall war es wichtig zu wissen, dass er physisch Broly als anderen Movie-Boss wieder nimmt, weil sonst wäre ich davon ausgegangen, dass ein Thales mit am Start wäre und ich würde sagen, okay, den tut auch rein und raus rotieren, das wäre es. So, wer weiß, was ich meine. Aber die Info war an der Stelle wichtig und das kann man auf jeden Fall so machen, wie gesagt. Genau, das nächste Team ist dann hier an der Stelle von Lost Legatos oder Plombi. Hashtag Team Osoru. Ich spiele den Super Saiyan Blue Gogeta mit meinen LL Super Saiyan 3 Goku meist zusammen, da wenn Goku in der Mitte steht, meistens zweimal Over the Flash bekommt und also Movie Hero Team und dann nur noch 6 Ki für die Ultra Super braucht. Und die andere Rotation spiele ich mit den beiden Super Saiyan Gods und mal mit dem Freund Gogeta und den Super Gogeta, je nach Event. Mach weiter so wie bisher, macht echt Spaß, dann wird es schon. Lieben Dank für das Kompliment, mein Boy. Und so haben wir ein Movie Hero Team, alle Charaktere gehören dem Niederskill an, alle sind Max Awake, Max Level. Schau mal, Max Awake. Max Level, habe ich gerade gesagt, oder? Ja, glaube schon. Sind schon mal 8 von 10 Punkte. Die Sache ist die, wenn man AGL Gogeta hier in der Rotation lässt mit dem Dreifachen Goku, da büßt der AGL Gogeta ein wenig ein. Er hat kein vier Spell und so sofort. Ich würde den AGL Gogeta eher mit einem anderen Charakter in der Rotation lassen. Zum Beispiel hier mit dem Super Gogeta. Also ich sag mal folgendes. Die Rotation mit Gott Vegeta und Gott Goku ist gut. Goku. Die ist auf jeden Fall gut. Die hat auf jeden Fall auch eine Berechtigung im Movie Heroes Team. In den Vorschlägen, in den Kommentaren für das erste Team von, beziehungsweise für das Team von Chedi in der letzten Woche, haben auch viele gesagt, dass man Gott Vegeta und Gott Goku auf jeden Fall spielen kann. Sie linken sich gut, das tun sie tatsächlich. Aber wenn man andere Charaktere hat, bessere Charaktere, dann spielt man halt diese Rotation, sage ich mal, weil die sind individuell stärker. Gott Goku hat für mich da noch mehr Nutzen in diesem Team als Vegeta, weil er kann noch als ein Rotationscharakter agieren, wegen den Rainbow Changes als Sealer und so und so fort. Was meine ich aber mit den anderen Rotationen, die besser wären? Na, zum Beispiel, wie gesagt, also AGL Gogeta würde mit LR Super Saiyan 3 Goku ein wenig leiden, sage ich mal. Unser Boy hat nämlich noch einen 100% Strength Gogeta. Wenn dieser Strength Gogeta Extreme Z Awake ist, dann würde ich dir empfehlen, nimm den Strength Gogeta statt deinem Int Gogeta. Das ist die erste Änderung. Dann spielst du diesen Strength Gogeta mit LR Super Saiyan 3 Goku in der Rotation. Warum? Logo, dieses Strength Gogeta leidet auch ein wenig, er hat nicht vieles Battle, aber diese Rotation funktioniert meiner Meinung nach ein wenig besser, beziehungsweise, okay, jetzt muss ich das Ganze ein wenig noch mehr korrigieren, die andere Rotation, normalerweise spiele ich dann gerne den AGL Gogeta mit LR Gogeta, aber wir haben hier kein LR Gogeta, ist nicht schlimm, wir haben hier nämlich noch zum Beispiel, Moment, andere Charaktere wie, jetzt hier, aus den Fusion rein, wir haben ein 100% Gogeta, also auf diesen 100% vielfachen Gogeta würde ich auch nicht verzichten. Heißt, eben, wenn ich das dann so sagen darf, dann ist die Rotation, ob du jetzt quasi im Endeffekt den Strength Gogeta mit LL Super Saiyan 3 Goku spielst oder den AGL Gogeta mit Super Saiyan 3 Goku und dann eine der beiden mit dem vielfachen Gogeta in der Rotation, die Rotation ist halt in dem Sinne, die ist halt besser, finde ich. Die ist halt wirklich besser von den Charakteren her auch. Ja, ich muss da ein bisschen überlegen, auch gerade um ehrlich zu sein, aber
die Sache ist, dieser Gorilla ist der Easy A Await. Also wenn dem quasi Fierce Battle fehlen würde, finde ich, wäre das nicht so schlimm, wie wenn es dem AGL Super Saiyan Gorilla fehlen würde. Weil langsam Easy A ist wirklich auch richtig gut. Der ist wirklich gut, der Gorilla. Aber man kann natürlich logo auch AGL Super Saiyan Gorilla mit dem LS Super Saiyan 3 Goku in der Rotation spielen. Ob man jetzt den Strength spielt oder den AGL. Einer von den beiden hat halt dann quasi nicht Fierce Battle, wenn man ihn nicht in die Mitte stellt. Aber deswegen, wie gesagt, da spiele ich eher lieber, das ist jetzt persönlich meiner Meinung nach, den Strength Gorilla mit ihm, weil ich denke, bei ihm, also bei ihm könnte man auf Fierce Battle verzichten, zwecks dieser Rotation, dass man LS Super Saiyan 3 Goku mit ihm spielt. Er macht trotzdem wegen seinem Easy wirklich guten Schaden. Aber ob du jetzt quasi so oder so spielst, geht's auf jeden Fall. Jedenfalls die Änderung, wie gesagt, am besten den Strength frei, wenn er Easy Awake ist. Und für den Gott Vegeta, Vielfachen Gorilla, der ist auch auf jeden Fall sehr, sehr solide. Und dann spielst du entweder AG Gorilla mit Vielfachen Gorilla und dann an der Stelle Easy Gorilla mit dem Dreifachen Goku. Oder... Man kann natürlich auch den vierfachen Gorilla mit LS Super Saiyan 3 Goku in der Rotation spielen und dann AGL Gorilla mit Strength Gorilla. Das hat das geile Movie-Lust-Ziel. Man kann die Rotation schon hin und her schieben, weil viele Charaktere haben dieselben Link-Skills bzw. einen wichtigen Key-Link-Skills, nämlich Over the Flash an der Stelle. Und dann hätten wir noch quasi Tech Godku, den wir rein und raus rotieren, der, wenn er reinkommt, sorgt er für Rainbow Orbs, das ist auf jeden Fall wichtig. Und LS Great Saiyan, so oder so wichtig als Supporter, wegen LS Super Saiyan 3 Goku, dass er da gemütlich auf seine Ultra Super Tech kommt, sag ich mal. Und genau, das wäre es auch zu der Einsendung. Vielen lieben Dank dafür. Dann kommen wir mal zu der nächsten, nämlich die nächste ist hier von unserem Boy Tendo. Lieben Dank fürs Einsenden. Hier mit Snoop Dogg, mit einem netten Doggy als Profilbild. Moin Osuru, hier mein Pure Saiyan Team. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir sind auf JP. Wir haben hier ein Pure Saiyan Team. Alle Charaktere gehören dem Leaderskin. 6 von 10 Punkten. Alle sind Max, Max Awake. 8 von 10 Punkte. Und sehr schön. Ich muss wirklich Props hier dir an der Stelle geben. Warum? Nun zum einen, geil. Thales tun wir rein raus sortieren. Evo Vegeta in dem Fall auch. Die Rotation ist richtig gut. LR Super Saiyan 4 Vegeta und Goku. Aber die Props gehen hier an der Stelle wegen dem Strength Margin Vegeta. Weil viele fragen mich zum Beispiel in einem Pure Saiyan Team: Ey, Ose, du. Wer ist außerhalb von LR Majin Vegeta ein guter Partner für LR Super Saiyan 3 Goku? Und ich sag da schaut ihr am besten mal her, welche andere Charakter hat denn Over the Flash und oder Shattering the Limit. Und mittlerweile gibt es zwei gute Majin Vegeta, dass sie das haben. Heißt, die linken sich in dem Sinne genauso gut wie mit LR Majin Vegeta, außer dass sie keine Legendary Power haben. Aber, also zum einen ist es der Strength Majin Vegeta, zum anderen der physisch aus dem Battlefield. Auf Global haben sie noch nicht ihr Awakening. Auf JP jedoch schon und deswegen kann man die auf jeden Fall spielen. Deswegen Props an dich, dass du quasi daran gedacht hast und diesen Strength Margin Vegeta mit reingenommen hast. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann hast du meiner Meinung nach auch das Beste aus deiner Charakterliste gemacht. Man könnte auch andere Rotationen spielen, statt LS Super Saiyan 3 und Margin Vegeta. Aber im Endeffekt finde ich aus seiner Charakterliste, dass er schon das Richtige macht. Im Pure Saiyan Team geht er so oder so viel. Aber also gut, dass du. Gut, also ich will jetzt vielleicht nicht jeden oder jemanden nahe treten, aber ich glaube. Man merkt das wahrscheinlich nicht oder man hat da nicht das Auge dafür, dass dieser Majin Vegeta dann quasi, vor allem wenn ihr dann quasi nur auf der SSR-Version hat, dass er ein Awakening hat und man ihn auch auf jeden Fall spielen kann mit LR Super Saiyan 3 Goku wegen den Link-Skills. Deswegen finde ich das gut, das habe ich ehrlich gesagt nicht oft gesehen. Weil manche, die keinen LR Majin Vegeta haben, aber LR Super Saiyan 3 Goku, die waren dann mehr oder weniger so lost. Aber wenn ihr da mal ein bisschen mal reinguckt und so in die Charakterliste, wie gesagt, wenn ein anderer Charakter Over the Flash hat oder Shattering Limit, dann kann man das auf jeden Fall machen. Oder diese Alternative für Majin Vegeta, der Strength oder physisch, kann man auf jeden Fall nehmen. Also das fand ich gut. Und Logo gibt dir natürlich 9 von 10 Punkte, weil er auf seine Charakter ist, hast du das richtig gemacht. Genau, dann zum Schluss seid ihr gefragt, meine lieben Damen und Herren. Engrino hat hier eine Anfrage. Er hat ein Dragon Ball Seekers Team. Falls deine Videos macht, weil das hoffentlich erreichst du noch dem Lokal. Danke, mein Freund. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Jedenfalls seid ihr gefragt für die nächste Woche, Freunde. Das ist ein Dragon Ball Seekers Team. Das ist ein Team, das seine Krankheit ist. Würdet ihr was ändern? Wenn ja, wie? Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst mich auf jeden Fall wissen. Die Auflösung gibt es dann quasi im nächsten Team Rating Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.